So, jetzt habe ich hier aber auch nichts übersehen, oder? Heißt, ich schreibe jetzt einfach die Szene um. Vermute ich. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Den Film auch sehen. Okay, jetzt hat er ganz schön asozial. Darf ich nicht mitgucken? Wer hat Bock, mich zu schlagen? Sehen Sie sich an. Sie folgen Ihrem Meister ins Lala-Land. Ein trauriger Haufen Clowns in Masken und Kapuzen, die sich für einen Geheimbund halten. Vielleicht sind Sie es, der eine Rolle spielt, Mr. Casey. Eine, die genau auf Sie zugeschnitten wurde. Eine Marionette, die zum Ruhm des Kults blind dem Ritual folgt. Hm? Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Nightless Night. Ein Teil des verlorenen Films blieb erhalten. Sie werden sehen, Mr. Casey. In der Nightless Night werden Sie es sehen. Nightless Night war Zanes Film. Er war wichtig für die Geschichte. Na. Die Truhe die ganze Zeit schon da? Warum sehe ich sie jetzt? Yes. Erst jetzt? Zack. Die Polizisten hatten ihre 15 Minuten Ruhm mit dem Kult. Es war zum Schein. Sie waren die Mordopfer. Ich musste irgendwie zum Vorführraum gelangen. Das wird ja immer besser. Durch ist zu. Aber ich kann ja nochmal umschreiben, ne? Haben wir hier. Nee, haben wir nicht. Einmal können wir noch. Was ist das? Zane hielt in dem Filmausschnitt meine Lampe. Spielte er etwa mich? Zanes Lampe am Bild hatte kein Licht. Ich konnte mein Licht auf seine Lampe übertragen. Blöd? Weil ich muss das Ding jetzt nochmal umschreiben. Ansonsten kommen wir nicht hoch. So, jetzt müsste ich ja in den Vorführraum kommen, wenn ich es umschreibe. Sie war von der anderen Seite versperrt. Ich musste dort sein, um sie zu sehen. Kann die Szene jetzt nicht um? Soll ich denn das machen? Ich rate nicht. Come on.
Licht ist ein Monster. Du nicht hier ertrinken. Das sind meine Verloren in der Handlung. Gut, dass ich hier das Licht nicht anmachen darf. Er will aber nicht, ne? Nee, der frisst auf den Sack, Wake. Musste noch nie ein großes Kind benutzen, glaube ich. So, haben wir es dann jetzt? Oh, ich kann natürlich die Lampe nur von da oben, ne? Ja, und da komme ich ja nicht rein. Weil er mich nicht reinlässt. Was tust du denn da, als ob es wirklich ein Game gibt, wo du dich schlimmer anstellst als in Tarkov? Ich wollte einfach nur das Licht anmachen hier. Ich wollte einfach nur diesen machen. So. Da wäre nur Schluss gewesen. Dann hätten die sich in Luft aufgelöst, die Vögel. Aber nein. War mir mal wieder nicht gegönnt. Das Problem ist, ich muss jetzt in den Vorführraum hoch. Kann ich aber nicht. Muss mal kurz gucken, ob ich hier in den Vorführraum komme. Nee. Die Szene hier änderte sich. Ich muss halt in den Vorführraum hoch, um das Licht anzumachen. Das heißt, ich muss die Szene umschreiben auf Teil des verlorenen Films. Aber da komme ich nicht hoch. Kann nicht. Geht nicht. Wenn ich jetzt, also gerade eben ging es. Ich greife es mal um. Vielleicht darf ich nicht ganz oben stehen, sondern nur in der Tür. Ja. Hier kann ich nicht mehr umschreiben. Geht nicht. Normalerweise sagt er mir dann hier, etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Also, ganz bedribbelt bin ich ja nun nicht, ne? Kannst halt nicht umschreiben, weil ich nicht in der Szene drin stehe. Aber warte mal, vielleicht bin ich auch einfach zu dusselig. Vielleicht denke ich auch falsch. Vielleicht muss ich vorne auf die Bühne. This could be possible. Stehe ich ja vorne, weißt du? Okay, ja. Falsch schon gedacht. Das Licht der Lampe schien aus dem Bildschirm und enthüllte eine Tür. Man kann auch ein bisschen zu kompliziert denken, ne? Kein Problem. Bist du nett? Uns eigentlich noch das Kissen holen. Zum Schlafen das Kissen. Was ich nicht mitnehmen konnte, weil vorhin alles voll war. Zack, Junge. Vorhin eigentlich, was mich wundert, ich hatte 70% Akku bei dem Tablet. Angeblich. Aber jetzt ist es ausgegangen. Dann ist der Akku kaputt. Meine Freundin hat das Ding nie benutzt, ne? Gut. Und fest das. In der Nacht war ich wieder draußen. Schäbige Gasse, keine neugierigen Blicke. Perfekt für finstere Taten. Weil die Regierung mithört, ja. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier lang? Habe ich eine Karte? Don't write. Don't write.
Okay, hier haben wir ein Safe Place. Auch hier durch hätte betreten können. Mich auch vorhin verguckt. Das Tablet war doch leer. So, einmal umgucken. Aber. Ich sollte die Handlungstafel verwenden. Sollte mein Maul halten. Und jetzt gibt er mir Tipps, aber vorhin, wo ich festgesteckt habe, komme ich hier ins Kino rein, ne? Ich übersah doch etwas. Ah, ich übersah mal wieder was. Dass das letzte Mal gehört habe, bin ich nicht weitergekommen. Crazy. Mein Werk beeinflusste die Realität. Hat sich jetzt so viel verändert? Nö. Nein, krabbeln, wa? Hier ist doch aber jetzt nichts passiert, oder? Außer, dass hier Blut auf dem Boden ist. Uns für diese Initiation einen Finger abschneiden müssen, oder? Nee. Wir werden bestimmt nur zeremonielles Zeug singen. Nichts Besonderes. Ja, wird auch Zeit. Wir haben das unsere getan. Und zahlreiche Probleme gelöst. All diese Nullnummern die Rutsche hinuntergeworfen. Es spielt keine Rolle, was wir getan haben. Wir sichern uns direkt einen Platz an der Spitze, Partner. Ja. Wie Tote, die in den Himmel auffahren. Das wirkte richtig. Okay. Wir haben also die ganzen Leichen da rein gestoppt. Eine Szene haben wir noch. Jetzt, peng, 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 Haufen Gegner. In der Stadt der ewigen Nacht sahen sie den Film, in dem es keine Nacht gab, in dem sie sich in deinen Gedanken versteckt. So, okay. Alle Szenen durchgegangen. Sagen ab dafür. Aber die Tür ist bestimmt immer noch verschlossen, ne? So, irgendwo hat sich jetzt was in der Szene geändert. Aber was? Hier hat sich nichts geändert. Hier rein kann ich auch nicht mehr.
Also, was zum Henker hat sich jetzt geändert, dass ich jetzt hier weiterkommen könnte? Fetch. Ich auch nicht durch. Ich sollte die Geschichte mit der Handlungstafel fortsetzen. Ach. So, aber wie? Kann ja nur hier rumschreiben. Der erste Clou, K-L-U-K. Kann ich mich jetzt hier in das Auto reinschreiben? Geht denn jetzt? Sterbe ich jetzt, wenn ich jetzt hier reinschreibe? Ey, ich sterbe einfach neben dem Auto. Einfach nicht machen. Das ist gerade das Witzige. Also kann man natürlich den Content aufstecken, ne? Unabsichtlich. Die Geschichte bestimmte die Szene. So, was habe ich jetzt hier mit. Hier habe ich vorhin das Licht genommen. Der Streifenwagen war wichtig für die Story. Ja, schön, dass der Streifenwagen für die Story wichtig ist, aber inwiefern? Oben ist immer noch die Tür zu, ne? Noch zu. Ah ja. Ich stand ganz kurz vor der Lösung. Darauf muss man erstmal kommen, ne? Das ist klar. Imagine, du denkst dir das aus, ne? Direkt nach oben. Schmutzigen Cops sahen auf die Stadt hinunter. Ihre Stadt. Schändliche Taten hatten sie dorthin gebracht. In ihren Augen war es das wert gewesen. Die böse Polizei. Jetzt die Frage, wo es weitergeht. Auf meiner Karte?
Ah. Aber hier wieder irgendwo. Aha. Oh, ich hab die gar nicht. Gar nicht, setzt. Und vergessen, dass ich das ein zweites Mal gemacht habe. Ich hatte einen Spielstand geladen hatte. Ach, er wieder. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Wir hören ihn doch schon wieder singen. Was ist denn das schon wieder hier? Warum ist da rangepinselt? Ah. Abscratchen. So, geht's hier lang? Sieht schon so aus. Oder ich komme einfach zu dem Singebold. Kann ich zu Singebold. Kann ich hier? Nichts auf. Du musst bestimmt da runterkraxeln. Gucken erstmal hier. Hier ist er. Hey, Alan. Schön, jemand Vernünftiges zu sehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Seien Sie vorsichtig, Tim. Wenn Sie mich sehen, vergewissern Sie sich, dass ich es bin. Und kein Verrückter mit meinem Gesicht. Sie machen gerade eine harte Zeit durch. Das kenne ich. Die fehlende Zeit. Die Aliens. Fehlende Zeit? Es ist so, wie ich immer sage. Die Träume. Manchmal wache ich an einem völlig anderen Ort auf und mir fehlen ganze Tage. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber ich versuche, es herauszufinden. Die Dinge werden wieder besser. Solange sie weitermachen, Alan. Moment. Es geht um Aliens? Oh, ich war davon überzeugt, dass Aliens für all die Geschehnisse verantwortlich waren. Die Entführungen, die Signale in meinem Kopf. Jetzt weiß ich, dass es Dor war. Aber vielleicht ist er ja auch ein Alien. Ja, warst du. Was Neues dazu geschrieben? Boah, wird seit 1988 vermisst. Alter, ist er nicht gealtert? Langlebigkeit, kein Mensch, Alien, Magie. Onkel Frank hätte bestimmt mehr darüber gewusst, aber er ist tot. Sein richtiger Name, versteht die Bedeutung? Das hat er hin. Der Dor. Ufos, Polyeder, ist easy in meinen Träumen.